So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe letztens gezeigt, dass Pupsi so ein komisches Fresspaket bestellt hat. Irgendwelche Süßigkeiten aus aller Welt. Da war das Land England dabei. Und da sind angeblich auch Softdrinks drin. Jetzt war diese Dose da drin in diesem England-Paket. Das ist eine Pepsi Max Raspberry Maximum Taste No Sugar. Eigentlich hat sie sich total gefreut auf die Getränke, die da drin sind. Jetzt war nur diese eine Dose drin und das auch noch ohne Zucker. Hat sie gesagt, das schmeckt eh wieder nicht. Das ist halt leider komplett gar nichts für sie. Das kann sie auch nicht genießen. Da trinkt sie lieber Wasser. So. Ich wusste sofort, ich habe doch da letztens mal was gesehen. Das ist schon 3000 Jahre her, als wir mit Natururin und Fladdy wandern waren. Habe ich im Rewe-Sender gesehen, da gab es Pepsi mit Lime. Aber auch ohne Zucker. Und es gab Pepsi mit Mango, aber auch ohne Zucker. Das ist theoretisch also ein Dreiergespann, was irgendwie zusammengehört. Ihr seht aber schon den Unterschied. Normalerweise sind das hier diese kleinen bauchigen Dosen. Die würden auf jeden Fall gut zusammenpassen. Und diese war auch mal in so einer Dose. Und jetzt haben die im Rewe nur noch in diesen langgezogenen, penisförmigen, die ich total komisch finde. Aber ich habe gedacht, trotzdem nehme ich nochmal mit, kaufe ich mal, denn bevor wir die testen, die ich noch gar nicht kenne, nehmen wir die anderen gleich mit. Die sind doch alle gut gekühlt. Jetzt müssen wir das fürs Thumbnail irgendwie mal noch so hier reinhalten, dass man da irgendwie was sieht. Das sind jetzt hier die Pepsi-Dosen. Ich fange mal mit Lime an. Wir fangen mit Lime an, weil Lime ist ja die ganz normale, eklige, bevor Mango eigentlich dann super gut ist und wir mit Raspberry am Ende weitermachen. Ich habe auch wieder mein auf die dicken Glas dabei, denn am Ende möchte ich alle drei kombiniert dann trinken und mal probieren. Pepsi mit Lime, also Limette, müsste eine Zitronennote haben, ist jetzt gar nicht mal so außergewöhnlich. Gibt ja sonst auch immer Pepsi irgendwie mit Zitrone, mit Lime-Geschmack, aber auch mit Zucker. Also wir probieren mal kurz. Ich habe jetzt leider mein NetGhost Berliner Luftgläschen nicht da, das kleine. Wir trinken also einen kleinen Schluck aus der Dose. Ja, hat eigentlich einen ganz guten Cola-Geschmack an sich so. Es kommt ein bisschen irgendwie was Säuerliches, aber trotzdem Fruchtiges durch. Und ich muss sagen, so richtig gekühlt, so wie es gerade ist, merkst du gar nicht so extrem, dass das Zerro ist und eigentlich gar nicht schmeckt. Weil so wie das jetzt ist, ist das trotzdem irgendwie richtig erfrischend, richtig genial, richtig lecker. Durch das Kühle ist auch die Kohlensäure nicht so extrem präsent wie sonst. Pepsi Lime, koffeinhaltiges, kalorienfreies Erfrischungsgetränk mit Cola-Limettengeschmack. Schmeckt also viel besser, als ich es eigentlich in Erinnerung habe. Wir stellen es mal hier drüben ab und gucken mal, ob wir jetzt auch bei Pepsi Mango überrascht sind, wenn wir die aufmachen und probieren. So, Pepsi Mango. Okay. Das legt sich richtig auf die Zunge. Also das schmeckt auf jeden Fall richtig künstlich. Da zieht sich auch gleich der ganze Magen zusammen. Da schmeckst du das Zerro richtig brutal raus. Wo du denkst, okay, da kommt was Fruchtiges auf dich zu. Du hast ja Mango-Geschmack. Das wird bestimmt richtig toll. Ist das so richtig fad und so richtig wie Pappe auf der Zunge. Ah, nee, also Mango leider nicht. Da hat Lime auf jeden Fall die Nase vorne in seine Zerro-Variante. Sonst steht hier noch Pepsi Mango, koffeinhaltiges, kalorienfreies Erfrischungsgetränk mit Cola, Mango-Geschmack. Wer hätte es gedacht? Und jetzt haben wir natürlich noch die ganz neue übrig, an der Stelle hier. Überall steht ja normal Dings, aber hier steht Pepsi Max und Pepsi Max ist doch eigentlich sowieso Pepsi Max. Steht ja schon dafür, dass da kein Zucker drin ist, oder? Pepsi Max Raspberry. Wenn ihr die kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe die noch nie gesehen. Ist jetzt das erste Mal, dass ich die sehe. Wir probieren auch hier einmal.
Raspberry müsste Himbeer sein, weil Strawberry müsste Erdbeer sein. Also Raspberry, Himbeer. Schmeckt ganz gut. Auf jeden Fall viel besser als Mango. Weil das schmeckt gar nicht so künstlich. Das hat trotzdem auch eine fruchtige Note. Würde mir, glaube ich, gar nicht auffallen, dass da kein Zucker drin ist. Ich würde sogar sagen, die Pepsi Max Raspberry schmeckt am besten. Weil Lime ist immer so eine säuerliche Richtung. Das hat eher eine beerige, fruchtige Note. Also Pepsi Max Raspberry bei mir hier der Sieger. Jetzt muss ich alle aber irgendwie mal hier reinpacken. Da können wir uns auch gleich mal die Farbe angucken. Lime sieht aus wie ganz normale Cola. Okay, wir schenken auch mal von oben ein, dass ein bisschen die Kohlensäure rausgeht noch, wo ich hier komplett Magen habe. Das mit Mango sieht auch genauso aus. Du siehst keinen Unterschied von der Farbe her. Bei Raspberry denke ich jetzt, vielleicht hat das einen rötlichen Touch, aber wie willst du einen rötlichen Touch erkennen, wenn das eh alles... Ne, es sieht genauso aus. Es ist also egal, welche Cola du nimmst, welche Cola du hier reinpackst. Sie sehen alle drei einfach genau gleich aus. Das Glas füllt sich ein bisschen. Warte nochmal, bis es sich wieder ein Stück absetzt. Wie viel ist jetzt hier drin? Machen wir hier noch einen Schluck davon. Hier noch einen Schluck hiervon. Und dann tun wir es mal hier rüber. Dann haben wir hier einen Schluck davon. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier oben angekommen, wo das Glas jetzt den höchsten Punkt erreicht hat. Und in Badlands Chucks Manier trinken wir jetzt alle drei zusammen. Aber es ist jetzt schon so viel Kohlensäure, mir tut schon so alles weh. Das ist der große Pepsi Max Test. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das brennt mir jetzt alles weg. Das ist eine Erfrischung, die kann man sich mal gönnen. Einmal im Jahr geht das schon, ne? Es ist so kalt, mein ganzer Magen sticht einfach nur. Macht das nicht nach, genießt eure Getränke. Was ist eure Lieblings-Pepsi-Sorte? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.